im Getreide. Im Getreide saßen wir und im Getreide haben wir uns, wo wir im letzten Sommer noch gesessen, im nassen Getreide, ist nun kein Getreide mehr. Alles, was ist Sauerteig. Wer will in Sauerteig schwimmen? Ich nicht. Andere schon. Andere Leute stehen immer wieder und springen in das nun nicht mehr existente, nasse Getreide. Sie versuchen nicht, ihr Gegenüber zu verstehen, da es einmal Brot sein wird. Brot wird gegessen. Gegessen wie unsere Freunde. Am Sonntagmittag sitzen wir zusammen und essen Rentnerdaumen, sitzen gesellig und diskutieren über die neuesten Probleme der deutschen Wirtschaft. Im Getreide saßen wir und im Getreide haben wir uns. Wo wir im letzten Sommer geschwommen, im Getreidesilo, ist nun nichts mehr als Brot. Alles, was ist, die andere Straßenseite. Wir hatten im Getreidesilo gesessen, wir hofften auf Popcorn. Nicht sehen, was gesehen war, ist. Das Buch, das Gewesenseinende, hat niemals zuvor alles, was zu tun ist, getan. Viele Menschen trinken, tranken, haben getrunken, sind trinkend gewesen. Warum? Warum nur habe ich keine Zeit? Zeit ist relativ. Ist Zeit relativ? Im Regen stehe ich selten, wenn es gießt. Wo sind die Zeiten? Gibt es Zeiten oder gibt es nur eine Zeit? Ist das nicht alles relativ? Irrelevant? Wir hatten nie so viel Zeit für Freunde als jetzt. Lange Röcke und graue Gewänder.